es schneit schon wieder. Ich war jetzt eine Woche in meiner Heimat und bin gestern Abend wieder zurückgekommen. Ja, ich habe Semesterferien, muss aber trotzdem noch ein, zwei Abgaben und eine Hausarbeit schreiben in den Ferien. Ja, und deswegen wird diese Woche wahrscheinlich trotzdem auch viel aus Lernen oder Arbeiten bestehen. Ich treffe mich jetzt gleich mit meiner Freundin Anna in einem Café. Sie muss nämlich auch für eine Klausur lernen und dann tun wir uns da ein bisschen zusammen. Ich finde, es macht zu zweit immer mehr Spaß, sich irgendwie in einen Café zu setzen oder auch in die Bib und dann, zusammen produktiv zu sein. Und ansonsten nehme ich euch einfach so die Woche mit und wir gucken mal, was so abgeht. Ich bin jetzt fertig im Café und gehe jetzt noch ein bisschen spazieren, weil das Wetter so schön geworden ist. Voll schönen Spaziergang und auch voll den schönen Tag eigentlich mit Anna im Café und so. Und habe auch meine Hausarbeit ein bisschen vorangebracht. Dazu kann ich euch auch noch mal mehr erzählen in den nächsten Tagen. Ich habe auf jeden Fall Inhaltsverzeichnis fertig und heute schon 2 Seiten geschrieben. Und wir müssen auch nur 12 Seiten schreiben, also entspannt. Und jetzt gerade putze ich die Küche ein bisschen, weil ich war jetzt auch lange weg. Also ich war ja lange in meiner Heimat, also eine Woche. Und habe jetzt hier in der WG nicht so viel mitgeholfen, deswegen muss ich jetzt auch mal wieder putzen. Und ich war gerade ja in Mitte unterwegs und war dann bei diesem Laden Round and Edgy. Da gibt es so richtig geile Kekse einfach. Also ich habe die immer bei Hannah und Emma gesehen. Nicht immer, ich habe die einmal bei Hannah und Emma gesehen und wollte die seitdem mal probieren. Und ich habe jetzt so eine Viererbox mitgenommen, weil ich für meine Mitbewohnerin auch welche mitgenommen habe. Dachte ich mir, bin ich ganz cute. Und dann probiere ich die gleich mal mit ihr. Ich will die jetzt nicht alleine probieren, bevor sie zurückkommt. Ich habe auch heute sonst irgendwie nicht so wirklich was Sinnvolles gegessen. Deswegen dachte ich mir, esse ich davor noch was anderes und dann probiere ich die Kekse. Bestellt, weil wir zu faul zum Kochen waren. Yay! Und es ging so schnell, Leute. Okay, jetzt Unboxing. Müsste so richtig geil aufmachen. Auch geil. Das ist deine. Danke. Gott sei Dank habe ich, Dings drauf noch machen lassen. Aber haben die denn das Basilikum einfach weggelassen? Wow. Schon sehr geil. Oh mein Gott. Ich habe extra die zweimal genommen, weil die halt geil aussahen. Das ist mit so Salz auch. Ja, genau, Salted geil. Chocolate. Und das ist so Blueberry und das ist irgendwas anderes noch. Ja. In die Bib nämlich. Ich treffe mich in der Bib mit Emma. Ich arbeite ja gerade an meiner Hausarbeit und da schreibe ich jetzt heute weiter. Also ich werde wirklich einfach den ganzen Tag in der Bib sein und abends treffe ich mich mit Belina und wir backen was. Ich bin gestern auch schon relativ gut vorangekommen. Ich habe vor allem so nochmal Quellensuche gemacht. Also mein Thema ist, sind Mami-Blogger und die Inszenierung der Mutterschaft online. Ich habe bisher erst 2 Seiten geschrieben, aber ich weiß halt schon jetzt den Aufbau praktisch für die anderen Seiten und das ist dann schon mal eine gute Grundlage, denke ich. So, meine Bib-Tasche ist gepackt. Ich nehme meistens wirklich einfach alles mit, weil ich immer nicht weiß, ob ich vielleicht auch mein iPad brauche oder so. Ich habe übrigens einen neuen Teppich in meinem Zimmer. Ich glaube, ich habe den hier noch gar nicht gezeigt.
Weil ich wollte irgendwie so ein bisschen was Wärmeres. Davor hatte ich ja einfach nur einen weißen Teppich. Und ja, ich weiß nicht, ich mochte dieses Muster und so gerne. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Bilder da hinten so gut mit dem Teppich harmonieren. Aber ich finde ihn wirklich sehr cool. Yay! Und jetzt muss ich endlich mal los. Wir kaufen Curry bei Belina nach unserer tollen Bibs-Session. Yes. Ja. Die sehr erfolgreich. Schon ein bisschen. Ja. Ja, für dich auf jeden Fall. Für mich voll erfolgreich. Für dich auch. Belina hat was geschnitten, ich habe meine Hausarbeit weitergeschrieben. Und jetzt kommen wir Curry. Ich treffe mich jetzt gleich mit Finja. Wir gehen nämlich brunchen und dann zu so einer Ausstellung in einer Galerie, worauf ich mich sehr freue, weil ich war schon so lange nicht mehr in so Kunstausstellungen oder so. Früher habe ich das viel mehr gemacht. Und heute ist Weltfrauentag, also ein toller Anlass, um brunchen zu gehen. Ausstellung gehen. Genau. Es ist halt Weltfrauentag. Aber so. Jetzt gehen wir ins Kino und schauen drei Fragezeichen. Lauf. Ja. Und zwar bei den Migranten. Wir wurden gerade ein bisschen aufgehalten, weil so eine ältere Dame, ich glaube, das war sogar das Ende vom letzten Clip, als sie uns angesprochen hat. Die war aber fit, also die war nicht dement oder so, das war so eine coole Maus. Eine ganz coole ältere Dame mit so einer Lederjacke und so einer Bauchtasche und die war so, könnt ihr mir sagen, wo man zur U-Bahn kommt, weil ich muss immer Richtung Norden fahren. Und wir so, wohin müssen sie denn? Und sie so, Norden. Weiß ich nicht, Norden, Norden. Wo ist Norden? Ich weiß auch nicht, welche Haltestelle. Und dann haben wir erstmal rumtelefoniert für sie. Ich habe hier die ganzen, die war aus so einer Politikergruppe, SPD, Gott sei Dank SPD. Ja. Imagine, die wäre dann so, ja, also ich bin von der AfD. Tschüss. Dann hat sie kurz ein bisschen Berlin, deshalb brauchen wir Feminismus. Ich bin jetzt raus aus dem Kino und fahre jetzt schnell nach Hause, weil ich gleich mit Freunden essen gehe. Und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, es ist schon 19 Uhr und mache mich dann fertig. Ich esse gerade schon mein Avocado-Brot, beziehungsweise fange jetzt mal an, weil ich hatte hier die ganze Zeit einen
Videoanruf, Call, keine Ahnung, über ein ganz spannendes Projekt. Ich esse jetzt mal mein Avocado-Brot. Ich treffe mich um 14 Uhr heute zum Mittagessen, aber davor will ich jetzt so ein bisschen mein Zimmer aufräumen und ja, ein bisschen produktiv sein. Lecky. Gestern dieses Restaurant war einfach ultra lecker. Also ich habe so Trüffelpasta gegessen. Das war beim Mädchen-Italiener. Kino war eigentlich auch sweet. Wir haben halt wieder Ant-Man geschaut. Und das ist halt, den habe ich halt schon geguckt. Schnell, dass ich wirklich mein ganzes Zimmer aufgeräumt habe. Also ich habe sogar ein bisschen gestaubsaugt und ja. Ich ziehe mich jetzt nochmal um und gehe dann gleich los, um mich mit Nastja zu treffen. Wir gehen vietnamesisch essen. Yes, und danach fahre ich eigentlich direkt in die Bib, weil ich bisschen noch an meiner Hausarbeit weiterarbeiten muss. Irgendwie komme ich gerade nicht so gut voran, aber ich freue mich total, Nastja mal wieder zu sehen. Wir haben uns auch noch nicht so oft alleine getroffen, aber irgendwie viben wir halt richtig gut und jedes Mal, wenn wir uns treffen, dann ist es so ein mega langes Treffen. Also dann reden wir immer so ultra lange irgendwie, weil ja, ich bin schon wieder ein bisschen knapp dran. Wow, 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 wow. Wir sind jetzt bei mir, also Hannah, Emma und ich, und feiern Hannas Bachelorarbeit. Hannah hat heute Bachelorarbeit abgegeben. Ja. Sehr wild. Wie fühlst du dich? Die Mädels haben mir Blumen geschenkt. Ja, also da oben haben wir Hannah geschenkt. Hat mir Bananenbrot gebacken. Wie sweet einfach. Ja. Ein bisschen verbrannt, aber sweet. Und ja, wir kochen jetzt was. Hallo Leute, ich bin schon wieder ein bisschen spät dran, deswegen filme ich erst jetzt. Ich hatte heute Morgen wieder einen Call und bin jetzt auf dem Weg nach Mitte, wo ich mich schon wieder mit Finja treffe. An der Stelle war der Ton von meiner Kamera mal wieder aus. Auf jeden Fall habe ich da erzählt, dass wir jetzt ein Geburtstagsgeschenk gekauft haben für eine Freundin und ein bisschen durch die Stadt gegangen sind und ja, shoppen waren. Zurück zu Hause. Ich war erst brunchen mit Finja, dann sind wir ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben noch ein Geburtstagsgeschenk gekauft und dann war ich mit meiner Freundin Anni Mittagessen. Und dann sind wir zu einer Fashion Show gegangen. Es war so eine Vintage Secondhand Fashion Show, also eigentlich voll cool. Es waren richtig nice Outfits auch und die Stimmung war auch sehr nice. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause und wir kochen jetzt gleich Feta-Pasta, Anna und ich. Ich glaube, das war mal so ein TikTok-Trend und ich habe den irgendwie verpasst und ja, wir hatten gerade irgendwie Bock drauf. Yes. Boah, ich gehe so oft essen in letzter Zeit, das ist voll schlimm, weil ich treffe mich irgendwie immer zum Essen gehen mit den Leuten und das ist nicht gut. Das ist teuer.
Thank you.